und Gisela und jetzt kommt auch noch Maria Gulkova. Und es ist sehr knapp, Maria, mach voll du. Also ich muss sagen, sie ist wirklich in gut Form. So, es ist ein bisschen auch Gefühl Olympia hier. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir hier aber nicht in Tokio, sondern im Hallenbad in Uster. Mit mir auf der rechten Seite ist Maria Ogulkova. Challengerin haben wir hier auf der linken Seite, das ist Gisela Reichmuth. Hallo. Ja, ich habe mir gedacht, wenn man schon mal die Chance hat, gegen eine Olympiaschwimmerin anzutreten und ich wahrscheinlich keine Chance habe, dann nutze ich die. Geschwommen wird auf jeden Fall 50 Meter und wir haben uns überlegt, dass es ein bisschen fair bleibt, dass Maria auf dem Rücken schwimmt und Gisela Freestyle. Und ein zusätzliches Handicap noch dazu, einen zeitlichen Vorsprung geben wir ihr, oder? Ja, 10 Sekunden. 10 Sekunden, ja. Okay, super, dann machen wir das. Und es geht los, Gisela hat schon angefangen. Und Gisela, und jetzt kommt auch noch Maria Gulkova. Und es ist sehr knapp, Maria macht voll auf. Maria holt auf. Aber Gisela. Und jetzt haben wir da die Gewinnerin. Ah, Foti, Finish. Unfassbar, dass wir Zeitlupe haben für das. Was für eine Dramatik, wir haben 10 Zeitlupen gebraucht, um herauszufinden, wer gewonnen hat. Und es war nicht Maria. Maria, du hast leider verloren. Also ich muss sagen, sie ist wirklich in gut Form. Und diese Fotofinish passiert oft in Olympia. So, es ist ein bisschen auch Gefühl Olympia hier. War, hat mega Spaß gemacht und ja, ich glaube 10 Sekunden habe ich schon gut brauchen können. Danke vielmals euch beiden fürs Mitmachen. Wir haben hier für Gewinnerin Gisela einen Pokal. Und für Maria Ogulkova haben wir hier noch ein Giveaway-Bag. Oh, danke schön. Und dann habe ich noch gehört, dass du noch etwas für Gisela hast. Die zwei Badekappen, das ist meine für die Nationalmannschaft, wow. Badekappe. Und diese ist vom Schwimmclub Usterkappe. Danke dir und das war super.